Gut gefrühstückt ist halb gewandert. Das denken sich wohl auch die fünf Männer und Frauen, die sich der Wanderherausforderung 5 Wochen, 5 Trails gestellt haben. Unter 150 Mitbewerbern haben sie sich im deutschlandweiten Bewerbungsverfahren durchgesetzt und lernen jetzt Hessen auf die etwas andere Art kennen, nämlich zu Fuß. Gestartet in Nordhessen verlief die Route bisher durch den Rheingau, die Rhön, den Vogelsberg und den Spessart. Mit Wanderscout Thorsten Heuer geht es nun auf den Schinderhannesweg quer durch den Taunus. Was macht die Strecke aus? Es ist spannend, einfach zu schauen, wenn man auf dem Schinderhannespfad unterwegs ist, wie vielfältig auch die Region des Taunus ist. Also es ist nicht vielleicht, was der eine oder andere sich vorstellt, typisches Mittelgebirge, nur Wald und so. Nein, es ist viel mehr. Also man hat diese Aussicht, man kommt durch diese verschiedenen Ortschaften, man lernt den Taunus auf diesem Weg eigentlich sehr gut kennen. Rund 20 Kilometer täglich legt die Gruppe durchschnittlich zurück, dabei nicht selten bis zu 500 Höhenmetern. Am Ende der Tour werden sie so nicht weniger als 500 Kilometer zurückgelegt haben. Monika Baum ist ebenso wie die restlichen Mitstreiter von der 5-wöchigen Erlebnistour begeistert. Das Tolle am Wandern ist, dass man einfach den Kopf frei bekommt, die tolle Natur sieht und wirklich auch das zu schätzen weiß. Ja, man fühlt sich sehr klein oftmals in den Landschaften und das ist wirklich eben einzigartig. Und schließlich heißt es Aufbruch zur großen Taunus-Etappe. Auf der bevorstehenden 180 Kilometer langen Tour werden sie in den nächsten 5 Tagen verschiedene Sehenswürdigkeiten besuchen. Auf dem Programm stehen unter anderem die Burg Kronenberg und das Römerkastell Saalburg.